Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Mega Man 4. Ja, ihr habt die Woche von mir nichts gesehen, weil ich hatte Urlaub. Beziehungsweise habe immer noch Urlaub. Und ich habe einfach keine Lust aufzunehmen gehabt, aber heute ist der Tag. Wir haben heute übrigens den 12. Ein Freitag. Ja, mein letzter eigentlicher Urlaubstag, aber naja. Dive Man! Durch die Stage kommen wir ja ganz gut durch. Ich habe hier auch meine Liste vor mir liegen, wer gegen was zu gut ist. Und da habe ich bisher noch nichts zu Dive Man aufgeschrieben. Müssen wir uns dann nachher noch mal ein bisschen drum kümmern. Ja. Ich hab gehofft, der lässt uns noch irgendwas über. Aber nee. Oh, kleine Energie. Sehr schön. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Momentan spiele ich wieder... Oh, fuck. Beyond Two Souls. Da will ich jetzt endlich mal Platin holen, damit ich mit, Ach Gott, wie heißt das Spiel? Detroit Become Human oder sowas? Damit ich damit endlich mal anfangen kann. Weil ich jetzt von vielen schon gehört habe, dass das ganz gut sein soll. Auch meine Dread-Stylistin, hat gesagt, das wäre super. Und dann muss ich dann auch mal damit anfangen. Aber halt erst... Oh! Wenn ich Platin hab. Bei Beyond. Jo. Spiel habe ich auch noch nicht gekauft, aber... Das ist ja... ist ja jetzt nicht so das Problem, das zu holen. Ich habe eben festgestellt, wie unterschiedlich einfach die Geschmäcker wieder sind. Also Dennis und ich, wir haben ja eigentlich vieles, was wir beide gerne essen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Nicht sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt halt wenige Sachen, wo wir sagen, dass der eine sagt, boah, das ist voll ekelhaft. Und der andere sagt, boah, ist das voll lecker. Scheiße. Und ich habe heute einen sehr, sehr leckeren Gemüsesaft gehabt. Und, der war sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Und ich weiß, dass Dennis Gemüsesaft eigentlich nicht so gerne trinkt. Aber ich habe mir gedacht, weil der so lecker ist, vielleicht mag er den ja. Aber nein. Findet er eklig. Genauso Karottensaft mag er auch nicht. Naja. Dafür mag ich nicht so gerne Senf. Dennis ist dafür lieber Senf oder Marzipan ist da, glaube ich, auch ganz gerne. Also diese Nougat-Stangen, die es zu Weihnachten gibt, die mag ich auch nicht so. Also ansonsten sind wir da schon ziemlich ähnlich, was das Essen angeht. So. Tja. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Fähigkeit Dust ist gut gegen Dive. Versuchen wir das mal. Ich glaube, ich habe mir das irgendwie falsch aufgeschrieben. Naja. Wir haben ja einen Energietrank. Den werde ich aber jetzt nicht benutzen.
Ja. Oh, und da ist er hinüber. Ja gut, aber wir haben, glaube ich, fast die Hälfte, ne? Fast die Hälfte von dem kaputt gekriegt. Da würde ich doch mal sagen, das haben wir noch sehr viel von da. Und wenn wir sagen, probieren wir das nochmal damit, ne? Das könnte, glaube ich, ganz gut werden. Ich muss dem halt nur ausweichen, wenn er da so rumschwimmt. Oder rumdüst. Boah, das war scheiße. Keine. Ja gut, jetzt probieren wir das halt nochmal. Dustman. Und irgendwie ausweichen, ne? Und dann noch den Energietrank hinterher schieben. Vielleicht wird das ja was. Sehr scheiße. Es ist sehr, sehr scheiße, was ich hier treibe. Och man, jetzt hat er den wieder. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Tja. Also, ich weiß ja nicht. Ja, das haben wir schon. Das habe ich mir doch schon aufgeschrieben. Um euch das ganze Gezumpel zu ersparen, würde ich euch jetzt ranschneiden an den Endboss wieder. Und, da werden wir jetzt ein bisschen durchprobieren, ne? Ich würde sagen, bis gleich. So, wir sind wieder hier. Wir könnten jetzt ein bisschen was ausprobieren. Ich glaube, ich schreibe mir das mal alles komplett auf. Aber eigentlich... Wir haben nur einen Schutz. Ich meine, wir hätten mal im dritten oder im zweiten Teil hätten wir zwei Schütze gehabt. Also einen Skull haben wir hier. Also das ist ganz gut. Aber wir haben halt die ganze Zeit... Ich versuche das nochmal mit Skull. Können wir, glaube ich, nicht schießen, aber... Können ihn damit angreifen. Also nicht angreifen, sondern halt benutzen. Naja. Es ist eigentlich genauso gut wie Dust. Nur das Problem hierbei ist, dass man halt sehr nah an den Gegner rangehen muss. Aber man hat halt einen kleinen Schutz, ne? Halt, stopp. Wir haben den fast schon fertig. Da muss ich doch erstmal noch einen Energietank hinterherziehen. Ja gut, ne? Dann werde ich mir das mal aufschreiben. Skullman war das genau. Skull ist gut gegen Dive. Nee, ich schreibe das nicht dahin, ich schreibe das direkt da oben hin, wo auch schon ich das schon mal hingeschrieben habe. You got Dive Missile. Okay, das schreibe ich mal gerade noch auf. 2, 3, 4, 5, 6,
B, C, D, E, F. So, A1. A4. B5. Oh, das ist jetzt anders, okay. B2, 3 und 4. Na gut. Who's that? Looks a bit like... Sieht ein bisschen aus wie Nils von den Rocket Beans. Nun. Oh no! Oh nein, die Cartridge spinnt. Ja, solange es nur hier ist... bisschen kaputt. Aber solange das nur hier ist, dann ist alles okay. Oh nein. Es liegt... Ich glaube, das ist Eis, ne? Oder ist das wirklich Schnee? Was passiert denn hier? Oh Mann, das kann doch jetzt nicht sein. Was ist denn hier los? Ich glaube, das ist Eis. Und Schnee. Eis und Schnee könnte das sein. Musik ist gut, gefällt mir. Schön, dass sie noch richtig läuft. Ich hätte immer gerne, dass sie so krüppelig läuft, wie das Bild jetzt hier ist. Ich glaube, das wird sich hier nicht bessern. Hier vielleicht? Oh no. Ich habe mir den Code aufgeschrieben. Ach du heilige Scheiße. Ich werde mal die Cartridge gerade mal durchpusten und dann werden wir uns wiedersehen. Wir haben übrigens zweimal Leben übereinander. Okay, da sind wir wieder. Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit, dass ich nachdrücken könnte, weil ich habe die Cartridge nicht runtergedrückt, sondern die steckt jetzt nur so drin. Ja, kann auch sein, dass das Spiel sich dadurch resettet. Weil das resettet sich ja auch mal gerne, wenn ich mal gegen die Konsole komme oder so. Ich glaube, ich werde mir wirklich bald dieses andere 72-Pin-Ding kaufen. Und das dann da einbauen. Vielleicht tue ich dann auch noch eine andere Glasscheibe rein. Also Glasscheibe, ich habe Plexiglasscheibe da drin. Vielleicht tue ich die dann auch noch anders verbauen. Weil da ist jetzt momentan so eine dicke drin. Oh no! Wie? Was kann man hier mit der Missile? Missile ist ja, heißt ja irgendwie was mit verfolgen. Naja, passt. Boah, Alter. Ach komm, ey. Was ist das denn für eine Gülle hier? Das ist doch absolute Scheiße. So. Gehen wir wieder das Eiszeug. Ach, die gehen ja gar nicht kaputt. Ach Gott. Oh, hier wird ja alles zusammen kombiniert. Wisst ihr was? Oh, sehr nett.